Herzlich willkommen zu diesem Video zum Unboxing des Samsung Chromebook oder des Google Chromebook. Das Samsung Series 5 Chromebook ist das erste Netbook, welches auf Basis des Google Chrome OS basiert. Worum geht es dabei? Google Chrome OS ist quasi das Cloud-Betriebssystem von Google. Da gab es vorher schon mal ein CA48 genanntes Netbook, welches testweise an Tausende oder glaube ich sogar Zehntausende von Leuten verteilt wurde. Das hier ist jetzt aber das erste, welches man normal im Laden oder bei Amazon kaufen kann. Was ist da drin? Machen den großen Kasten mal auf. Also als allererstes natürlich hier das Netbook selber. Da kommen wir nachher gleich dazu. Da mal so die ein oder andere Safety Instructions und ein ganz kurzes Manual. Und dann da drüben natürlich, klar, Stromstecker, VGA-Adapter und wie gesagt Strom. So, das ist das US-Modell, welches ich hier habe. Legen wir das mal zur Seite. Schauen wir uns das mal an. Das Ganze ist 1,5 Kilo schwer. Ist von einem Intel Atom Dual Core Prozessor angetrieben, verfügt über 2 GB RAM und eine 16 GB SSD. Die 16 GB SSD mag nicht nach viel tönen, aber die Idee vom Chrome OS ist natürlich auch, dass man sämtliche Daten eben in der Cloud speichert und nicht lokal. Das heißt Bilder bei Picasa, E-Mails bei Gmail oder Google Apps. Also von dem her braucht man eigentlich lokal gar keinen Speicherplatz oder jedenfalls nicht groß. Was haben wir hier? Wir haben hier einen USB-Anschluss. Wir haben hier, lass mich mal gucken, was haben wir denn da Schönes? Okay, wir haben da, wenn wir das jetzt mal so aufmachen, einen 4-in-1 Card Reader. Und dann haben wir hier auf der Seite noch Mikrofon bzw. Kopfhöreranschluss, hier nochmal ein USB und der besagte Mini-VGA-Anschluss bzw. ein digitaler Monitoranschluss. Da wird es dann wahrscheinlich noch Adapter für DVI geben. Ja, das war's eigentlich schon. Akku scheint fest verbaut zu sein, wenn ich mir das mal so angucke. Okay, was haben wir da vorne? Ups, okay, da würde dann wahrscheinlich ebenfalls wieder ein Card Reader reinpassen. Das sieht mir nach einer SD-Karte aus. Schieben wir den da mal wieder rein. So. Okay, wenn ich das Ganze jetzt hier mal öffne, dann seht ihr da schicker Non-Glossy Screen. Also das ist schon mal ganz knackig. Großes, sehr großes Touchpad. Tastatur. Natürlich die amerikanische Tastatur, aber das soll hier mal nicht stören. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Video schauen wir uns das ganze Baby mal an, wenn wir das anwerfen, wie denn das aussieht, das neue Google Chrome OS. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zuschauen.